wenn ihr es wollt. Der Druidenhain ist recht groß eigentlich und wenn wir Pech haben, werden wir von Schattendruiden oder ähnlichem angegriffen. Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Ja, oder wir werden von Trollen angegriffen und von Druiden belehrt dabei. Ich warne euch ausdrücklich eindringlich. Dieses Gebiet steht unter dem Schutz der Druiden vor Tethir. Und wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr den Zotter dazu zu spüren bekommen. Hier ist es nicht so, wie es sein sollte. Was hat sich verändert, dass diese Feindseligkeit hervorruft? Gerd sagte, es sei nicht immer so gewesen. Ich werde eure Drohung nicht hinnehmen und jeden Angriff mit eigener tödlicher Kraft beantworten. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Ich möchte nur wissen, was die Druiden dieser Region zu diesem Verhalten aufgestachelt hat. Was wollt ihr, wenn ihr mich durchlasst? Gold? Ist es das? Ich bezahle euch, wenn ihr wollt. Reichen 500 Goldmützen? Nehmen wir das erste. Ihr habt Zernt gesprochen. Ich hatte gehofft, dass er oder ein anderer hierher entsandt wird, um einzugreifen. Er dient dem großen Druiden im Norden. Er weiß bestimmt, wie man mit dieser Faldorn umzugehen hat. Sie hat eine ganze Reihe von ihnen mit Tricks verführt, wie man sie von Schattendruiden kennt. Vielleicht könnte er sie herausfordern. Sie fühlt sich offenbar noch an die alte Regeln gebunden, auch wenn sie unsere Absichten vergiftet. Ich muss gehen, ich darf mich nicht mit Außenstehenden sehen lassen. Seid vorsichtig, ihr werdet hier nur wenig Unterstützung finden. So, Troll ist tot. Also, so wie es aussieht. Oh, noch mehr Trolle. Auf Recht und Ehre. Das Gute ist heute auf uns. Ruft euch zu sich. So, und der letzte Troll ist auch weg. Ja, uns in Ruhe hier im Druidenhain umsehen. Mal ein Quicksave machen. Haben wir schon lange keinen mehr gemacht übrigens. Binnen. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Oh, Schwertspinne. Ich tu dir weh, es sein ist heute auf unserer Treue. Die Stunde wird noch krass. Ja, die Zeit, als Schwertspinnen und Phasenspinnen gefährlich waren. Baldur's Gate 1 hauptsächlich. Scheint so, als ob wir uns gerade im Druidenhain von unten zu nähern scheinen. Wow, was zur Hölle? Leichtfüßig und so. Ich entsinn. Yoshimo ist bereit. So, weg mit dem Geistertroll, bevor er wieder aufsteht. Und der Spektraltroll ist auch tot.
Was zur Hölle? Eingang zum Trollhügel. Okay, den Trollhügel will ich eigentlich nicht rein gerade. Ja. Was bist du also auf dich gewährt? Fähigkeitswert gesenkt. Achso, ihre Stärke ist gesenkt. Das wird aber mit der Zeit wieder abklingen. Oh, hi. Ich find's immer lustig, wie die Trolle nicht umfallen wollen. Okay, die Trollhügel sehen schon recht bedrohlich aus. Hier im Druidenhain. Dass Druiden Trolle so nah an ihrem Hain dulden. Ist schon krass. Kämpfer. Finstere unnatürliche Kreaturen. Fall doch in den Schattendruiden. Schützen diesen Wald jetzt. Ich werde euch erledigen. Für den Hain, alle Eindringlinge werden sterben, das wollten wir eigentlich nicht. Au. Ich bin bereit. Vita Mormus Aion. Vita Mormus Aion. Vita Mormus Aion. Vita Mormus Aion. Nun, wenn ihr wirklich meint. Oh, ein paar Pfeile, die nehme ich gern mit. Noch mehr Pfeile und einen Edelstein und eine Rüstung. Feuerpfeile Yoshimo, Pfeile plus 1 Yoshimo. Eine Lederrüstung. Die Säurepfeile sind schon alle, wow. Fort nun gut. Was möchtet ihr? So, sind alle steinert, ja. Also Minsk ist wieder entlehmt, besser gesagt. Oh, ein Waldschrat. Oh, Waldschrat. Okay. Die sind auch nicht mehr so gefährlich, wie sie es mal waren. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Euer unbekümmertes Umherwandern durch die Weiden der großen Mütter wird nicht ungestraft bleiben. Okay, das sind Schattendruiden. Ist das Insektenschwarm? Ja, Zauber gescheitert. Wir sind also mit Insektenschwärmen. Ja? Führt mich an, mein Freund.
erzählt mir mehr davon. Keine große Herausforderung. Ich warte. So, jetzt müssen wir aus dem Verstricken rauskommen irgendwie. Ja. Was immer ihr wünscht. Wir können hier oben lang gehen, okay. Noch mehr Troll. Bei Thor, ich werde euch erledigen. Eure Stunde ist noch. Ihr seid direkt hinter mir. Sprecht ganz meine Meinung. Ich denke. Zu sich. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Wenn ihr es wollt. Eingang zum Ogerturm? Okay. Was befindet sich im Ogerturm? Wenn der schon so auf dem Weg liegt. Natürlich. Nichts. Ein Krummsäbel. Bellen plus 2. Anzahl der Angriffe pro Runde erhöht sich um 1 ETW minus 2. Du kannst ja eigentlich Krummsäbel benutzen, gell? Ja, hast du sogar plus 1 Krummsäbel. Da ist dein ETW auf 9. Und so ist dein ETW auf 8. Du hast 2 Angriffe. So hast du 5,5. Also nicht so toll. Bäm, wirkender Krummsäbel plus 2. Der verzauberte Krummsäbel trägt das Zeichen von Taker Kobe, einem bekannten Waffenspiel Karaturs. Wie die Waffe ihren Weg in diese Gegend gefunden hat, ist ein Rätsel. Der Krummsäbel ist perfekt ausbalanciert, sodass man nach einem Schlag in kürzester Zeit einen zweiten nachsetzen kann. Dadurch erhöht sich die Zahl der Angriffe pro Runde um einen Angriff. Ja, aber sie hat komischerweise schon einen Angriff. Ach, wahrscheinlich dadurch, dass sie auf Krummsäbel plus, also Kampfstäbe plus 2 ist. Weil das ist ja ein Kampfstab, ja. Ich warte, wenn es das ist. Okay, den Ogerturm haben wir. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ne, da wollte ich nicht lang. Ich wollte hier unten hin eigentlich. Warum lauft ihr außen rum? Warum lauft ihr nicht da lang? Ach, könnt ihr nur hier rum, hä? Weil ich hätte eigentlich hier hochkommen können, aber da wäre ich auch da rumgekommen, okay. Ach, das muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen. Da müssen wir viel zu weit außen rumlaufen. Also ja, zurück zu der Brücke hier. Da war der Ogerturm und da oben geht's dann weiter.
Gut, aber hier speichern wir erstmal wieder. Das wäre dann LP028. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.